Hallo, hallo, hallo. Hier ist nun der 218. Tag in meinem, wie heißt es? Projekt 18. Yeah. Wir haben Samstag und wir haben gedacht, wir gehen wandern. Wir sind um 14.30 Uhr losgelaufen und haben, was hast du in deiner Thermoskanne da drin? Wir haben mal was Neues ausprobiert. Normalerweise immer Dosenbier, hier ein bisschen Schnäppchen und heißen Tee. Heute befindet sich hier drin Gin Tonic. Gin Tonic! Mit Eis. Aber richtig geil. Super. Ja, es ist zwar kalt, aber wir trinken trotzdem Gin Tonic, weil man muss ja ein bisschen Wegzehrung haben. Heißt das so? Nee, Wegzerrung heißt das. Zerrung, ja, ich habe eine Zerrung, genau. Ja, wir machen uns jetzt hier Richtung Wiesbaden. Es wird insgesamt 2 Jahre dauern. Noch ein bisschen dauern, aber wir machen es auf dem Weg. Also richtig geil, voll der gute Sport, Wandern. Heute kommt ist einfach mit. Ja, kommt mit, wir nehmen euch mit auf unsere Reise. Ist das bescheuert. Nee, macht doch weiter. Wir sind jetzt mittlerweile schon wieder 1,5-2 Stunden unterwegs gewesen. Die Sonne geht gleich unter und wir haben schon wieder was im Weg. Guck mal hier, da muss der Pujan wieder los, kletter. Kletter! Du sollst klettern, du Sau! Kletter doch mal! Ja, los, kletter! Oh, das wird jetzt richtig kompliziert. Ob er das hinkriegt? Ja, bin ja. Ob ich das auch schaffe, ist die Frage. Aber eigentlich ist es auch egal, die Frage, weil ich bin schon durch. Ja, wir sind jetzt noch ungefähr 12 Stunden unterwegs, weil wir haben noch 10 Kilometer vor uns. Mal gucken, ob wir es wirklich schaffen. Ich bin gespannt. Ah, jetzt ist schon spät und wir haben es aufgegeben, ne? Nein, Scheißdreck haben wir. Doch, wir haben es aufgegeben, sei ehrlich. Nein. Sei einmal ehrlich in deinem Leben. Das müssen die doch nicht wissen. Sei einmal ehrlich in deinem Leben. Schneid das zurecht und dann ist plötzlich ein anderer Tag und wir sind durchgewandert. Sei ehrlich. Ja, okay, wir haben aufgegeben. Wir lassen uns jetzt abholen. Wir sind jetzt schon 4 Stunden unterwegs. Das war eigentlich gar nicht so geplant. Wir haben uns verlaufen, weil er da irgendwie so eine tolle App da irgendwie am Start hat. Komoot, was ein Scheiß, ehrlich. Da läufst du durch den Wald und kommst nicht an. Das ist total bescheuert. Das ist auch eine geile App. Wir haben einen Fehler gemacht. Er hat den Startpunkt rausgesucht, ohne zu schauen, wie wir hinkommen. Ich habe die App rausgesucht für den Weg dahin und wir haben auch noch viel zu spät gestartet, muss man auch dazu sagen. Wären wir vor 3 Tagen gestartet, wenn wir heute auf der Hälfte des Weges sind. Ja, vor 3 Tagen, das war der Fehler. Wir hätten Mittwoch starten müssen, eigentlich. Ist denn schon Samstag? Ja. Ja, dann passt das ja. Also wir machen uns jetzt, wir wollen heute noch Bohnen und Speck essen über Lagerfeuer gemacht. Wie Bud Spencer und Terence Hill, das war jetzt der Plan eigentlich, ne? Das ist eigentlich der große Plan. Aus der Pfanne, mit dem Holzlöffel. Das machen wir jetzt auch gleich, wird jetzt passieren. Mittlerweile sind wir in Wiesbaden angekommen, die Tanja hat uns abgeholt, war ja klar, wir haben hier Bohnen und Speck. Und Tanja hat, was hast du gemacht? Baguette gemacht, wir essen hier Bohnen und Speck am Lagerfeuer. Was? Aus der Pfanne. Ja, aus der Pfanne, Bohnen und Speck, genau. Wir gucken hier nebenbei Bud Spencer, 2 Missionare, total bescheuert. Ich find's gut. Voll geil. Aber der Pujan, das war Pujans Idee. Ja. Oh, lecker. Ich bin heute 4000 Millionen Kilometer gewandert. Im Kreis wohlgemerkt. Ja, ist scheißegal, ob es ein Kreis war oder nicht. Auf jeden Fall bin ich gewandert. Ich habe was getan. Jetzt kann ich Bohnen und Speck fressen. Na dann los. Ich freue mich. Cheerio, Miss Sophie. Wir sehen uns morgen. Bye, bye, Baby.